Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu Ganz Miff bei Farben LP. Und ich habe eine kleine Klopause gemacht. Also wenn ich so wäre wie unsere Mitarbeiter hier, dann würdet ihr ja nicht mal eine Folge in der Woche sehen. So oft wie die hier Pause machen. Das ist ja schon so. Okay, ich habe auch etwa 5 Minuten noch so weitergespielt, wie wir da hatten. Wir haben hier fasziniert der Straße zugeschaut. Weil hier einfach so viel passiert, auch hier vorne und so. Ja, ganz interessant. Es kommen auch wieder mehr Bestellungen für die Gloofs rein. Und es war tatsächlich so, wir hatten ja hier zu oberst diesen Auftrag für Waffen. Und wir haben ja gesagt, den machen wir nicht. Den nehme ich jetzt mal an. Und dann hat sich tatsächlich das Verhältnis verschlechtert. Mit, genau mit diesem Gerard Smith Cherry. Also es ging runter. Ich habe aber hier Aufträge angenommen und wir sind jetzt fast bei 300. Wir brauchen nur noch 100. Reputation. Also selbst wenn man den Auftrag nicht annimmt, geht die Reputation runter. Ist natürlich schon... Ja. Frage ich mich halt. Ist jetzt hier die... die Kosten sind da immer noch gleich. Wahrscheinlich hier sind die Kosten kleiner geworden. Wir haben jetzt alles erforscht, was wir können. Ist natürlich schon ein bisschen blöd irgendwie. Dass es einfach dann runtergeht und du nichts machen kannst. Aber bisher hatte ich ja nie Probleme mit dem. Ich habe ja immer die Zeit, um alle Aufträge zu erfüllen. Deshalb geht's ja. Ich habe übrigens auch ein bisschen Scheiße erzählt, letzte Folge. Und zwar, man kann hier nach dem Completion Rate machen, dann Descending. Ja, ich bin super Englisch, Profi. Und dann zeigt es einem die kompletten an. Zu oberst. So, dann kann ich hier für unseren amerikanischen Freund annehmen, da. Dann seht ihr, hat increased. Und des Weiteren haben wir hier keine. Ich kann aber auch den noch abhaken, den da. Geht dann einfach nicht nach Zeit. Also ich gehe lieber hier nach Zeit. Dann sehe ich nämlich genau, für den habe ich noch 44 Minuten. Das ist der tiefste. Also von dem her geht's. 297. Bald haben wir die 300. So, das Lager ist auch dementsprechend recht leer. Wir können so richtig produzieren. Und ich habe mir überlegt, wir bauen doch da noch eine weitere Reihe vorne dran. So, man muss da zum Glück... Das ist noch cool gemacht. Nur... ein bisschen hinklicken. Man muss es halt schon im Griff haben. Nicht so was bauen hier. So. Und dann muss man nur irgendwie draufklicken. Und dann stapelt sich das Ganze von alleine. So. Sobald es blau ist. So. Dann haben wir jetzt nochmals 200 mehr. 600 Kisten haben Platz. Echt ein cooles Lager langsam. Und das gibt uns vor allem Zeit, um hier zu bauen, ohne dass dann irgendwelche Probleme auftreten irgendwo. Das ist vor allem der Grund. So, jetzt habe ich ja den Auftrag hier angenommen für die Munition. Hier, 556 NATO. Das wäre das, was wir als nächstes machen. Ich wollte noch in die Finanzen reinschauen, denn da waren wir noch nie. So, also... 296.000 ist das Höchste, was wir erreicht haben, gleich vorhin. Minus 177.000 haben wir hier. Aha, Events 0. Also irgendwie die Events fehlen mir noch ein bisschen. Wir hatten ja fast nichts. So, da sehen wir, was wir alles... Ah, da sehen wir, was wir pro Tag oder wie? Könnte schon sein. Oder pro Woche produzieren und was wir verkauft haben. Was wir dafür verdient haben. Und das sind die Maschinen, die das Ganze ausgeben. Also da ist die ganze Produktion drin. Genau, Plastikformer, die macht 450 etwa. Da ist alles drin. Ist jetzt aber nicht so übersichtlich. Also ist nicht so schlimm, haben wir da noch nie reingeschaut. So gesehen. Was war das hier? Ah, alle 5 Sekunden updatet sich das. Okay. Also ist wirklich nicht so ein interessanter Screen. So viel gibt es jetzt da nicht zu sehen. Denn man sollte ja nicht unbedingt nach dem Wert gehen, ja, der einem da gesagt wird. So, also, die 556 NATO Bullets und da bleiben noch die 762 übrig. So, dann schauen wir mal hier rein. Wir könnten immer noch vielleicht hier die zweite Straße hinbauen, hier drüben. Ja, das hat nur für eine Maschine Platz. Ja, ganz knapp.
Wenn man da noch ein bisschen rutscht, hätte das Platz. Aber wir können ja erstmal hier hinten starten und versuchen, das in eines zu machen. Wir starten wieder mit einem Dispenser. Und wo ist hier... Also hier ist die Grenze, hätte ich gesagt, ja. Ja gut, wir können dann auch rübergehen. Starten wir mal auf der Linie hier. So. Dann hier braucht es schon mal Hitze zum Beginn. Und dann kommt diese Maschine hin. So. Beginnen wir gleich damit, alles richtig einzustellen. Das macht das Ganze dann leichter. So. Dann schon Shaker. Einmal dahin. Gut. Shaker und dann das da. Passt perfekt hin so. NATO Bullets. Ich kenne mich ja mit solchen Dingen nicht aus. Also Munitionstypen und so. Ich kenne nicht mal die, wenn man jetzt sagt, aus PUBG oder Fortnite, die es da gibt. Ich kenne die auch nicht. Also, da gibt es ja spezielle und die meisten professionelleren Spieler wissen ja dann, die Größe passt da rein. Oder DayZ ist zum Beispiel auch ein Beispiel, glaube ich. Hat auch verschiedene Kugeln. Einfach diese Spiele. Da kenne ich mich leider nicht so aus. Damit. So, jetzt kommt die Heatmaschine und dann kommt die zusammengehängte Maschine, die um die Ecke geht, oder? Genau. Jetzt könnten wir das, würde gleich passen, wenn ich das so mache. Eingang ist hier. So wäre natürlich möglich. Ist ein bisschen blöd. So wäre ebenfalls möglich. So wäre möglich, ja. Wenn ich dann hingehe, hier ein Band drüber mache. Und den dahin. So. Dann haben wir hier schön den Ecken geschaffen. Und jetzt kommt ja die Maschine, wo alles zusammenkommt. Ihr seht, wir geben schon wieder ein bisschen Geld aus, aber es ist einfach nicht so viel. Also es ist wirklich eher wenig. Wenn man das jetzt dahin macht, dann müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie die Produktion hinbekommen. Also die zweite Straße hier, und dann sollte das schon klappen eigentlich. Der hat den Output auch auf dieser Seite wieder. Das heißt, da müssen wir wieder... ein paar Bänder setzen. Also, hier geht es halt nicht ohne diese Bänder. Ist halt einfach so. So, das ist jetzt nicht dran. Das ist sehr schlecht. Da mache ich lieber so eines. So. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt da weitermachen soll. Aber warum ist eigentlich die Reihe so lange? Habe ich da so viel falsch gebaut oder habe ich mich schon so stark verbessert? Ich weiß ja nicht. Jetzt können wir hier ja da rumgehen. Einmal da raus und einmal darüber. So. Und dann können wir von da direkt auf dieses Band. Und dann haben wir da den gleichen Output. So, und den halben, so. Und dann haben wir hier wieder dieselbe Boxingmaschine. Super. Einmal da, dann da. Da brauchen wir wieder eins und eins, das ist sehr schön. Passt dann nämlich besser. Und hier habe ich schon eingestellt, super. Ja, dann fehlt nur noch das Konstrukt hier. Was ich ja machen kann, ist hier den Output einzustellen. Scheint aber auch nicht zu gehen so richtig. So. Also hier braucht es das Ganze ja. Ja, genau. Das da. So. Dann kommt dahinter diese Maschine. Und ja.
Soll ich jetzt... Na gut, andererseits, ich könnte auch hier das Ganze hier hinten platzieren und dann mit einem langen Conveyor verbinden. Würde auch gehen. Also wenn wir da in die Ecke gehen, da... Da, ich glaube, das ist sowieso das Gleiche. Dann einmal das da zusammenbauen. Da so... So einen rein, oder? Stimmt das? Ach so. Ja. Wenn man es natürlich... Wenn man dumm ist, dann reicht das so nur nicht. So. Darum. Und dann... Einmal so rum. Ah, ja, der ist ja doppelt so breit. Genau, so. Oh, geht das rein mit dem Geländer da? Setz den mal dahin. Ah, natürlich geht's nicht. Es wäre hier. Ich kann aber noch eins rübergehen. Dann wäre wiederum das Band richtig gewesen. So, dann den schön anschließen, nicht so wie vorher. Genau, so. Stellen wir da das Richtige ein. Und dann einfach da ein sehr langes Band nach vorne. Kommt ja nicht drauf an, wo das Band dann ist. So, einmal hier rum, da rein und dann vorne hin. Ja, und dann sollte eigentlich alles bereit sein für einen neuen Arbeitsplatz. Und wir haben dann alles auch wieder hier verbunden in dasselbe hinein. Und schaut doch mal die Halle an. Ist einfach völlig übertrieben eigentlich. Und so gesehen haben hier auch noch weitere Arbeitsplätze Platz so hingestellt. Also machen wir eine neue Gruppe. Das ist die, ich muss selbst schauen schnell. 556 NATO Bullets. Hallo? Darf ich da nicht die Tasten verwenden? So, gut. Eine Station hinzufügen. Ich nehme mal die zweite. Wir können ja immer noch da auffüllen. Einen Mitarbeiter anheuern. So. Also langsam wird es unübersichtlich. So, jetzt können wir 16 Maschinen hinzufügen. Ab da. Und ich glaube nicht, dass wir das wieder in einer Gruppe schaffen. Weil wir hier viel mehr Erhitzung und Kühlung haben. Oh ja, und den nicht vergessen. Habe ich den da vorne? Ja, habe ich. Jetzt haben wir 13. 15 von 16. Ja, es sind sowieso mehr. Nehme ich den noch dazu. Okay. Und dann gehen wir zur Produktion hier und fügen die drei noch hinzu. Und wie ihr da gesehen habt, reicht es hier vom Gas oder so her nicht aus. Und ich will ja das nicht riskieren. Deshalb zwei von dem hin. Wasser sieht gut aus, Strom vielleicht noch. Die kann man auch aneinander stellen, wie man hier sieht. Ohne Probleme. Auch da könnte man noch ein bisschen mehr einschränken. Diese Kamera. Gut. Dann gehen wir bei Produktion auf Power On. So, sollten sie laufen. Und wir gehen auch bei den NATO Bullets auf Power On. So. Dann gehen wir mal da ganz nach oben. Schauen, ob da auch was funktioniert. Hier wird ausgeworfen. Jawohl, da kommt schon das erste. Da kommt auch was. Super. Ich hoffe, es stimmt auch die Konfiguration hier komplett.
Der muss Hardened 2 sein. Das haben wir hier. Geschüttelt, nicht gerührt und einmal erhitzt. Das stimmt ja soweit. So, der kommt da auch durch, glaube ich. Ist ja auch eingestellt. Und dann sollte man bald Gun Cotton haben wir. Und von der anderen Seite noch das andere. Die Kugel selbst. Jawohl, kommt hier raus. Super. Geht dann hier durch. Kommt da wieder raus. Geht einmal da durch. Ja, und so einfach haben wir das ans selbe System angeschlossen. Also das ist echt super. Oder können wir das hier zusammen enden lassen, da wo eh der Platz nicht gebraucht wird. Und wenn es dann da noch ein bisschen auf dem Band fährt, ah, wir brauchen es ja so schnell eh nicht, denn produziert ist es ja. Also produziert ist es ja sowieso im Hintergrund. Gut, soweit so gut. Da kommen sie raus, das sind blaue Schachteln, wie man sieht. Und das sind die ersten, die in unser Lager kommen. Fabric Sheet. Immer im Auge behalten hier alles. Da, Zellulose. 1000 kaufen. Ja, wir können es uns leisten. Ich kaufe mal ein paar. Hier auch. Ha, eins teure. Ah, der ist sogar günstiger. Oh. So. Gleich mal 10.000 geholt. Wenn es so günstig ist, hier ist teuer. Da könnten wir noch ein bisschen aufstocken. So. Jetzt aber erstmal wieder Geld reinholen. Schau, dass wir hier die Reputation verbessern. So, einmal hier so geordnet. Amerikaner suche ich. Ja, ich habe halt viele Aufträge schon angenommen. Hier, den da. Wir müssen ja das Verhältnis mit dem verbessern, damit wir dann auch die Waffen haben können. Da kann ich ja mal hier schauen. Da hat es einen Auftrag von ihm. Ja, ich gehe jetzt erstmal durch seine jeweils. Und danach schauen wir für die anderen. Ja, weißt du, wir müssen mit ihm ein super Verhältnis haben, um Waffen herzustellen. Er bestellt aber erstmal schon mal Waffen. Es wäre einfach ein Risiko, jetzt die anzunehmen, ehrlich gesagt. Deshalb warte ich da noch damit. So, und kann ich hier auch... Ne, hier kann ich nicht nach den Clients sortieren. Aber den kann weg. So. Den haben wir auch. Und ist dann sonst noch was? An was fehlt's hier? An A50 AE fehlt's. Und an den Combat Browsers. Ja, gut. Aber 50 AE wird produziert, oder? Ja, wird produziert hier. Und da hinten auch. Nicht, dass wir wieder sowas haben wie in der letzten Folge. Dass einfach plötzlich nichts mehr geht hier. Naja, es geht. Werden die eigentlich eingepackt? Oder werden die hier eingesammelt? Ne, ich glaube hier. Ins Inventar ist natürlich... Gut, man könnte die wieder ausgeben lassen, ganz klar. Einfach das Band hier ist blöd. Das Band ist blöd. Und ich glaube, das schalten wir mal eben. Das verbessern wir mal. So, einmal die Bänder hier auch. Alter, fliegt das Zeug rum. So, bisschen Zeit gewinnen. Einmal hier hin. So. Dann einmal wieder da aufsammeln, die ganze Reihe. Ja, das kommt dann nicht mehr so drauf an, ob du ein bisschen Verlust drin hast. Ah! Also das Aufsammeln ist ja schon mal was Positives. So, dann läuft das schon mal gerade durch wieder. Und dann sind wir nur noch da hinten. So. Oh, der hält sich da sogar. Aber ich habe ja bestimmt noch ein Band. Fügen wir das da noch hinzu. So, und jetzt gibt es hier keine so doofe Kurve mehr.
Natürlich kann immer noch Material runterfahren. Wie ihr seht, hier ist es auch schon fast wieder ein bisschen überlastet. Es ist auch so ein bisschen eine Grauzone. Funktioniert es oder funktioniert es nicht wie hier hinten? Da geht es jetzt mittlerweile. Aber das ist schon mal sehr gut so. Gut, jetzt würde ich doch noch sagen, wir prüfen doch mal schnell das Verhältnis zu ihm. 307, okay. Dann schnell schauen, ob er neue Orders hat. Das da. Ja, weil das ist jetzt eigentlich das nächste Ziel. Weil anders kommen wir gar nicht weiter. Also, wir haben jetzt noch einen Munitionstyp, den wir aufbauen können. Den kann ich auch mal annehmen. Und dann haben wir eigentlich nichts mehr zu tun. Weil wir dann warten, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Und wir haben ja bisher eigentlich alles dafür gesetzt, ein gutes Verhältnis zu haben. Also so ist es ja nicht. Wir haben da unser Bestes gegeben. Gut, die bleiben wieder offen. Ah, da fehlen ein paar Kugeln. Und dann nehmen wir doch noch alles Sonstige ab an. Nicht, dass ihr dann sagt, ich hätte mir da irgendwie Geld gecheatet oder so. So. Ja, wir haben viele Aufträge offen. Also... So, und hier die Zeit. Wir haben noch 25 Minuten für das da. Kriegen wir schon hin. Gut. Ich hätte gesagt, ich lasse das Ganze mal ein bisschen so laufen. Schließe ein paar Aufträge ab, denn wie gesagt, wir haben noch eine Munitionsart. Und danach warten wir sowieso. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schreibt einen Kommentar oder gebt dem Kanal ein Abo, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und aktiviert natürlich auch die Glocke, den habe ich dieses Jahr noch nicht gebracht. So, ihr könnt ja mal mitzählen, was ich schon gesagt habe, was nicht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich habe ja in meinem Schlussrede zum letzten Jahr erwähnt, weshalb ich das mache und wieso ich das mache und wie ich das mache. Ja, deshalb, ihr seht, ich kann es umsetzen, fast immer. Bis dahin, tschüss!